Der zweite Thessalonicher Brief und die Entrückung. Wir betrachten die entscheidenden Verse in 2. Thessalonicher 2, die Verse 1 bis 12. Hier steht ganz Grundlegendes zur Entrückung und auch zur Frage, wann sie ist und wann nicht. Genauen Zeit weiß niemand, aber es ist die Frage, ob gewisse Dinge dem vorausgehen oder nicht. Wir lesen zunächst im Zusammenhang die Verse 1 bis 12. Nach der Schlachterübersetzung. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch, der Sündige, offenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Soweit das Wort Gottes. Ja, liebe Brüder und Schwestern, diese Verse sind ganz zentral bei der Diskussion, die ja Land auf Land abgeführt wird. Wann erfolgt die Entrückung? Wie gesagt, Zeit und Stunde weiß niemand, sagt der Herr ausdrücklich. Von daher wollen wir hier uns auch nicht festlegen. Und die Frage ist halt nur, wir haben ja gestern Abend schon gehört, die verschiedenen Ansichten stehen auch hier angeschrieben. Prätribulationismus, Posttribulationismus, Mittribulationismus, Amillenniarismus, Teilentrückung, Entrückung vor dem Zorn Gottes. Welche Ansicht ist richtig oder kommt der Wahrheit am nächsten? Es kann ja eigentlich nur eine stimmen. Heute sehr verbreitet, das habe ich gestern schon erklärt, ist vor allem diese Vorentrückungslehre, wenn man ausgeht von der 70. Jahrwoche, dass die am Ende sich nochmal wiederholt, was ja auch umstritten ist. Aber falls es so ist, ob es dann vor diesen letzten 7 Jahren ist, vor dem endgültigen Kommen Jesu, dass da die Entrückung geschieht, spätestens 7 Jahre vorher oder während dieser letzten Jahrwoche oder ganz am Ende, dass es zusammenfällt mit der endgültigen Wiederkunft des Herrn. Nun, was hören wir hier? Gehen wir Vers für Vers entlang. Vers 1. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Also worum geht es hier? Hier wird die Gemeinde angesprochen, in Form der Brüder hier, die ja Verantwortung tragen, als Leitung, Älteste vor allem, aber auch andere verantwortliche Brüder. Und es geht um das Thema griechisch Parousia, wird hier übersetzt mit Wiederkunft. Es kann auch einfach das Kommen Jesu heißen, die Ankunft Jesu, also die Erscheinung des Herrn, wenn er wiederkommt. Und unserer Vereinigung mit ihm, das ist entscheidend, das ist in einem Teilsatz gesagt, und ich verstehe das so, dass das zusammengehört. Man kann das nicht auseinanderreißen. Die Wiederkunft Jesu ist auch zugleich die Vereinigung mit ihm. Sonst wäre das nicht hier zusammen in einer Wendung, in einem Satzteil praktisch zusammengesetzt. Und was hier übersetzt wird bei Schlachter mit Vereinigung mit ihm, heißt wörtlich griechisch Episynagoge. Synagoge, das ist die Versammlung, so wie in der Synagoge im Judentum. Und Epi ist auf oder hinauf, die Hinaufversammlung der Gemeinde.
Und da sind sich eigentlich die meisten Ausleger einig, dass diese Hinaufversammlung mit ihm nichts anderes als die Entrückung ist. Das Hinwegraffen, was auch mit dem Verbum harpazo ausgedrückt wird. Hinweggerafft werden, hinaufversammelt werden zum Herrn, hinweggenommen von dieser Erde, wo das Böse immer mehr ausreift. Also sind sich eigentlich so ziemlich alle Ausleger einig, dass das die Entrückung ist. Also es geht hier um die Wiederkunft Jesu und zugleich um die Entrückung. Ich zitiere auch einfach noch zwei andere Ausleger, die eigentlich die Vollentrückung vertreten und trotzdem nicht bestreiten können, dass genau das so ist. Also MacArthur vertritt es, der andere nicht. Das andere ist dann Werner de Boer in der Wuppertaler Studienbibel. Das ist aber ein Verlag, der heute die Vollentrückung vertritt, der Brockhaus Verlag. Aber in dem Buch selber wird sie gar nicht vertreten in der Wuppertaler Studienbibel bei Werner de Boer. Das fand ich sehr interessant. Also hier MacArthur, der eigentlich die Vollentrückung vertritt, der schreibt aber auch hier, zunächst mal zu Vers 1, schreibt er, hier ist gemeint, unsere Vereinigung mit ihm, wörtlich unser Versammeltwerden zu ihm, was den Gedanken vermittelt, dass alle Gläubigen mit dem Herrn Jesus versammelt sein werden, das bezieht sich offenbar auf die Entrückung der Gemeinde, die in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 und Johannes 14, 1 bis 3 beschrieben wird. Also auch er sagt, es geht hier um die Entrückung, verbunden mit der Parousie, mit der Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Also steht das schon mal fest, es ist hier auch nach Sicht dieser Ausleger die Entrückung gemeint. Und was wird jetzt darüber gesagt? Vers 2. Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Nun steht hier ein anderer Begriff, Tag des Christus, Hemera tu Christu. In manchen Lesarten heißt da tu Kyriu, aber Kyrios Jesus Christus, der Herr ist Jesus Christus. Ob jetzt hier Kyrios steht oder Christus, ist inhaltlich das Gleiche. Jesus ist ja der Kyrios, der Herrscher, der kommen wird. Und die Frage ist nur, ob das jetzt das Gleiche ist, wiederum wie die Parousie und die Vereinigung, die Hinaufversammlung. Ich denke ja, denn das Thema ist ja die Wiederkunft des Herrn und die Vereinigung der Gemeinde mit ihm. Und dann wird es nochmal anders bezeichnet als Tag des Christus. Wer nun von einer Vollentrückungslehre ausgeht, der reißt diese Begriffe auseinander, konstruiert hier schon unterschiedliche Inhalte, was aber vom Zusammenhang überhaupt keinen Sinn ergibt. Das Thema ist vorgegeben in Vers 1 und hier wird es einfach anders bezeichnet als Tag des Herrn, der kommt, als Tag des Christus, seine Wiederkunft und gleichzeitig die Vereinigung der Gemeinde mit ihm. Das ist nach meiner Sicht alles dasselbe mit verschiedenen Bezeichnungen, so wie auch der Herr Jesus viele Würdetitel hat. Kyrios, Lamm, Löwe, Herr, Gesalbter und so weiter. Ja, also das kann also ausgedrückt werden, die Vereinigung der Gemeinde mit der Wiederkunft Jesu zusammenfallen und als Tag des Christus bezeichnet. Das lässt sich nicht auseinanderreißen. Schon mal ganz wichtig. Es geht also weiterhin um die Entrückung. Und was wird jetzt darüber gesagt? Und zwar wird zunächst mal gewarnt in Vers 2, dass man uns nicht verwirrt mit irgendwelchen Sonderlehren. Wir sollen nicht in unserem Denken, Nous ist Denken im Verständnis, erschüttern lassen durch irgendwelche falschen Behauptungen oder in Schrecken jagen, als sei das schon da und wir hätten es vielleicht verpasst. Und das geschieht durch Geistesoffenbarung, dass einer sagt, ja, jetzt war das schon, ihr habt es verpasst, Pneuma oder ein Wort, das angeblich vom Herrn ist, oder ein Brief, der apostolische Herkunft hat. Nein, alles das soll uns nicht verwirren. Das ist alles identisch dieser Tag des Herrn. Ich zitiere mal von Werner de Boer, Seite 130 in der Wuppertaler Studienbibel zum Thessalonicher Briefen, die Auslegung, Seite 130. Er schreibt, der Sinn der ganzen Aussage ist eindeutig. Betreffs Parousie und Entrückung, lasst euch nicht rasch in Aufregung versetzen durch die Behauptung, der Tag des Herrn sei da. Denn der große Tag mit Parousie und Entrückung, das sieht es auch zusammen, ja, genau wie ich, kann doch gar nicht eintreten, wenn nicht zuerst der Abfall gekommen und der Antichrist aufgetreten ist. Wo hört man das heute noch? Ja, ganz klar, in der Wuppertaler Studienbibel, im Brockhaus Verlag, im Darbistischen Verlag. Also kann nicht eintreten, wenn nicht zuerst der Abfall gekommen und der Antichrist aufgetreten ist. Wie in 1. Thessalonicher 5, 1 bis 4 und in 2. Thessalonicher 1, 6 bis 8 ist auch hier wieder die Parousie zur Sammlung und Vollendung der Gemeinde ganz eng mit dem Tag des Herrn für die Welt verbunden. Zitat Ende. Also er sieht es ganz genauso, dass das alles das Gleiche ist, identisch miteinander ist. Tag des Kyrios oder Christus,
Parousie und Episynagoge ist miteinander inhaltlich und zeitlich identisch. Ja, und dann heißt es in Vers 3 sogar bezüglich dieser Lehre und Frage, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Wörtlich exapetese, das heißt täuschen. Lasst euch nicht täuschen, verwirren, verführen, durch falsche Lehren einwickeln. Also es wird hier sogar von Verführung gesprochen, wenn jemand anders lehrt, als so, wie es hier geschrieben steht. Das muss man ganz genau beachten. Ja, und was wird jetzt gesagt? Jetzt kommt der Kernsatz, die Kernaussage, die so oft umgedeutet wird. Aber was steht eigentlich hier in Vers 3, 3b? Denn es muss zuerst der Abfall kommen und der Mensch, der Sündige, offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Was heißt zuerst? Proton steht hier. Nun, bevor die Entrückung geschieht. Ist doch ganz logisch, oder? Bevor der Tag des Christus kommt, die Vereinigung der Gemeinde mit ihm, muss zuerst kommen. Apostasia, ich habe es ja angeschrieben, das heißt eindeutig Abfall. Die große Abfallbewegung vom christlichen Glauben, das wird auch bestritten, dass man abfallen könne. Aber hier steht ganz klar Abfall. Und abfallen kann man nur, wenn man dabei war. Du kannst nicht vom Glauben abfallen, wenn du gar nicht wirklich gläubig warst. Du kannst nicht aus der Wiedergeburt fallen, wenn du nicht wiedergeboren warst. Das heißt, der Mensch, der war, hat wirklich eine Entscheidung für den Herrn getroffen. Er hat sich bekehrt, der Geist Gottes hat in ihm gewohnt. Das heißt sogar, ja, sie waren teilhaftig des Heiligen Geistes, Hebräer 6 und Hebräer 10. Es gibt nicht einen Teil Heiligen Geist, sondern entweder wohnt der Heilige Geist in dir oder nicht. Du kannst den Heiligen Geist nicht quantifizieren, sondern er ist eine Qualität, eine Person. Eine Person kann man nicht aufteilen und sagen, der hat nur ein bisschen Heiligen Geist gehabt, teilhaftig des Heiligen Geistes, und hat dann doch Christus erneut gekreuzigt, hat das Opfer Jesu nicht mehr anerkannt, hat sich losgesagt. Und dann wurde der Geist gedämpft und hat sich zurückgezogen. Es gibt diese traurige Möglichkeit, was ich natürlich keinem wünsche. Also der Abfall, Apostasia, das ist das Wegtreten vom rettenden Glauben. Stelle als Bild gesagt, ein Apfel kann nur vom Apfelbaum fallen, wenn er am Apfelbaum dran war, nicht am Birnbaum oder irgendwo nur angeklebt. Er war wirklich am Apfelbaum und ist dann abgefallen. Und so ist auch mit Christen, die abfallen. Die waren Christen und sind jetzt aber dann keine mehr. Und diese Abfallbewegung erleben wir ja zurzeit. Ihr kennt bestimmt auch viele, sogar in Führungsetagen der evangelikalen Welt, die eigentlich viel im Segen gewirkt hatten und plötzlich mitmachen mit zeitgeistigen Strömungen, Emerging Church, pseudocharismatischen Richtungen, die zu Verführern geworden sind. Was ist da passiert? Sind sie abgefallen? Man kann nicht immer sagen, die waren nie wirklich gerettet, die haben den Leuten was vorgespielt, aber wer mag das beurteilen? Das weiß nur der Herr. Ja, aber die Diskussion müssen wir jetzt nicht führen, es geht jetzt heute Abend vor allem um die Entrückung. Also es muss zuerst, Proton steht hier, der Abfall, die Apostasia kommen und der Mensch, der Sündige, offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Das ist eindeutig der Antichrist. Der Mensch der Sünde, wörtlich steht hier Anthropos tes anomias. Anomie heißt Gesetzlosigkeit. Nomos ist das Gesetz Gottes. Und A ist die Verneinungsform. Er hält sich nicht mehr an das Gesetz Gottes. Er baut sich seine eigenen Regeln auf, die liberal sind, die nicht mehr mit der Bibel übereinstimmen. Tu, was du willst. Jeder lebe nach seiner Fasson. Du kannst alles machen in der Gemeinde. Du musst nicht mehr dich an die Bibel halten. Das ist ein papierender Papst. Und all diese Sprüche. Das ist genau die Abfallbewegung, die heute quer durch die Gemeinden geht. Und man kann nicht sagen, dass da nicht auch viele Echte dabei waren, die plötzlich selber verführt wurden und dann abgefallen sind. Es kommt ja durch die Verführung, dieser Abfall. Ich habe jetzt gehört, da hat einer erzählt, meine Mutter, die war so ein treues Gotteskind, plötzlich hat sie im Fernsehen diese Sekte Universelles Leben gesehen. Jetzt ist sie in dieser spiritistischen Sekte gelandet. Ja, was ist da passiert? Die ist verführt worden. Das heißt, weggeführt vom schmalen Weg. Aber das wurde gesagt, die war wirklich echt und ich konnte der Glauben nicht absprechen. Da gibt es so viele Beispiele, will es nicht weiter ausführen. Aber wir müssen nicht von Menschlichen argumentieren, sondern von der Bibel her. Und die Bibel sagt, es kann einen Abfall geben. Ja, und der Mensch der Sünde muss sie erst offenbart werden, bevor die Gemeinde entrückt wird. Das heißt, ganz mit klaren Worten gesagt, bevor der Herr wiederkommt und seine Gemeinde zu sich nimmt, muss erst dieser Abfall kommen vom Glauben, das erleben wir ja schon, okay, da sind wir ja schon drin, also jederzeit kann die Entrückung sein, aber es muss auch der Antichrist sich offenbaren, so steht es hier, oder irre ich mich, ja? Wenn man es so wörtlich liest, kindlich einfach,
steht hier geschrieben. Und der Mensch der Sünde muss apokalyptete, also geoffenbart werden. Ja, und die Vorläufer des Menschen der Sünde sind natürlich auch da. Viele Menschen, die Gesetzlosigkeit propagieren in den Gemeinden, aber auch in den staatlichen Gesetzen, wo immer mehr Gesetze, die noch christlich geprägt waren, gestrichen werden. Ich erinnere an die Abtreibungsthematik, Tötung ungeborener Kinder, Mutterleib, die Relativierung der biblischen Ehe zwischen Mann und Frau durch Genderismus und Ehe für alle. Oder das Verbot der Gotteslästerung wurde aufgehoben. Die Tötung auf Verlangen wurde wieder zugelassen. Die Religionsvermischung breitet sich aus. Das ist alles die Gesetzlosigkeit, die zunimmt. Wir leben ja schon darin. Nur jetzt der Mensch der Sünde, der Antichrist in persona, der am Ende kommen wird, als das Tier aus dem Meer, als der Sohn des Verderbens, er hat sich noch nicht endgültig geoffenbart, aber seine Vorläufer sind natürlich schon von Anbeginn der Gemeinde am Wirken, schon im ersten Jahrhundert. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, diese ganzen antichristlichen Menschen und Mächte. Also es fehlt nur noch das i-Tüpfelchen, dass wirklich der Antichrist sich offenbart und dann wird auch die Entrückung geschehen. Und er wird hier bezeichnet als der Mensch der Sünde, also der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens. Er verdirbt andere und ist selber für das Verderben bestimmt. Er hat keine Verheißung für die Herrlichkeit. Und er wird ins Verderben gehen, andere ins Verderben reißen. Ich zitiere auch hierzu zunächst mal MacArthur zu dem Thema Abfall. Sogar er schreibt hier, obwohl er ja Calvinist ist, und das fand ich sehr bemerkenswert, wirklich zutreffend, zu Vers 3 und 4 folgendes. Paulus spricht von dem Abfall. Dieses Ereignis kann klar und deutlich identifiziert werden und ist einzigartig. Es ist die Kulmination, also Zuspitzung der Rebellion, ein Ereignis ultimativen Ausmaßes. Der Schlüssel zum Identifizieren des Ereignisses besteht in der Identifikation der Hauptperson. Paulus identifiziert sie und nennt sie Mensch der Sünde. Einige Texte lesen Mensch der Gesetzlosigkeit, doch das macht keinen Unterschied, denn die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. 1. Johannes 3, Vers 4. Dieser Mensch der Sünde ist der zukünftige Fürst, Daniel 9, 26, und das kleine Horn, Daniel 7, 8. Johannes nennt ihn das Tier, Offenbarung 13, 2 bis 10 und Offenbarung 13, 18. Und am bekanntesten ist er unter dem Namen des Antichrist, der Antichrist. Der Kontext und die Sprache weisen ihn eindeutig als eine reale, zukünftige Person aus, die tatsächlich die Dinge tut, die die Bibel über sie prophezeit. Ja, also der Antichrist wird vorbereitet auf allen Ebenen, gerade auch in unserer Zeit, auch technisch, aber auch religiös vor allem, durch die ganze Vermischung der Religionen, durch die Auflösung der Wahrheit. Dieser ganze religiöse Pluralismus und Relativismus ist die Vorbereitung der antichristlichen babylonischen Mischreligion. Von daher ist er nicht mehr weit und wir dürfen durchaus jederzeit auch für die Entrückung bereit sein, selbstverständlich. Aber es muss sich weiter noch entwickeln. Wir können aber auch hier keine Zeitpunkte festsetzen. Immer bereit für Entrückung, aber auch für Verfolgung. Ja, und dieser Sohn des Verderbens widersetzt sich und überhebt sich über alles, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. Sebasma, die Verehrung. Also er will selber Gott sein, er setzt sich in den Tempel Gottes, hören wir gleich. Und dieser Tempel Gottes, das deuten manche auf die Gemeinde, ist auch eine Möglichkeit, aber hier steht tatsächlich Naos, Naos tu teu. Naos ist immer das innerste Heiligtum im Tempel. Also das Tempelgebäude selber, in das nur die Priester Zugang haben. Der gebaute Tempel, wo der Priester im Allerheiligsten praktisch das Sühneopfer vorschattend erwirkt hat in alttestamentlicher Zeit. Das ist Naos. Dann gibt es auch noch Hieron. Hieron, das ist der ganze Tempelbezirk, nicht nur das Tempelgebäude mit dem Allerheiligsten. Das ist der Unterschied. Ich habe das auch in einem Lexikon gefunden. Ich übersetze aus dem Englischen hier. Zwei Worte sind benutzt im Griechischen. Naos, das bedeutet allein das geheiligte Gebäude, und Hieron, das ist die ganze, der ganze Heiligtumsbezirk, auch um das Tempelgebäude herum, dieses Hieron im Griechischen. Nur Priester konnten den Naos, also das innerste Heiligtum, betreten. Und genau dieses Heiligtum wird durch den Antichristen geschändet, sodass er sich eben in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. So steht es hier in Vers 4. In Vers 4. Also, das wird die größte Gotteslästerung sein, dass der Antichrist sich als Gott verehren lässt. Und viele Ausleger gehen davon aus, dass tatsächlich auch
eben in Jerusalem der Tempel wieder entsteht. Wenn man in Israel war, sieht man ja bei dieser, wie heißt diese Bruderschaft, die das vorbereitet, als jemand, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber da gibt es also eine Vereinigung von ultraorthodoxen Juden. Die sind ganz in der Nähe vom Tempelberg, ich habe es sogar schon gesehen, und die haben schon die ganzen Priestergewänder, sogar die rote Kuh, alles vorbereitet, nur das Gebäude fehlt noch. Und die wollen also den Tempel wieder bauen, aber es wird zunächst einmal dann der antichristliche Tempel sein. Im tausendjährigen Reich könnte dann der Tempel nach Hesekiel 40 bis 48 wieder entstehen, aber in diesem antichristlichen Tempel, der in Vorbereitung ist, sobald der Felsendom, wie auch immer, entfernt ist und die Al-Aqsa-Moschee, und das wieder, der eigentlich nur auf dem Tempelplatz in Jerusalem wieder entstehen kann, da wird sich der Antichrist, so sagt uns, diese Stelle hineinsetzen. Natürlich kann man auch symbolisch sagen, auch in die Gemeinde, aber das schließen manche Ausleger aus, zum Beispiel auch Werner de Boer. Er schreibt auf Seite 136, Seite 136, zitiere, über den Naus, wenn es diesen Tempel heute noch nicht wieder gibt, so werden wir seine Wiedererrichtung in Jerusalem genauso erleben, wie wir bereits die Entstehung eines Staates Israel wieder alles menschliche Erwarten erlebt haben. Jedenfalls darf man den Tempel hier nicht nach 1. Korinther 3,18 und anderen Stellen als die Gemeinde verstehen. Dass der antichristliche Weltherrscher in der gläubigen Gemeinde Platz zu nehmen sucht, ist völlig ausgeschlossen. Sie will er vernichten. In der vom falschen Propheten geschaffenen Afterkirche mag er seinen Sitz haben, aber das ist gerade nicht die wahre Gemeinde der Tempel Gottes. Nur das ganz wörtliche Thronen im Allerheiligsten des israelitischen Tempels ist jene blasphemische Handlung, mit der der Gesetzlose seine totale Nichtachtung alles dessen, was Gott heißt, zeichenhaft dokumentiert. Zitat Ende. Ja, und über den Abfall, das habe ich vergessen zu zitieren vorhin, sagt übrigens auch Pohl. Es muss noch viel ernster und noch viel schwerer kommen. Die Ausreifung der Sünde in der Welt muss erst noch eine ganz andere Gestalt gewinnen im Abfall und im antichristlichen Weltherrscher. So auf Seite 133. Und er sagt weiter, Abfallen im strengen Sinn kann man nur von einer rechtmäßigen und festbestehenden Bindung. Und weiter, Seite 134. Jener Abfall kommt zuerst, geht dem Auftreten des antichristlichen Weltherrschers voran und ist die Voraussetzung dafür, ehe die Menschheit einschließlich Israels nicht durch Abfall dafür reif geworden ist, würde der Antichrist gar nicht den Boden zu seiner Entfaltung finden. Aber dann fasst der unheimliche Herrscher den antichristlichen Geist zusammen und stellt in riesiger Größe und fanatischer Totalität vor die Menschheit hin, was sie selber schon lange heimlich und offen ersehnt und gewollt hat. Beachten wir es wohl, nicht ein Triumph der Kirche, nicht eine zunehmende Christianisierung der Welt liegt vor uns, wie es auch weite christliche Kreise unter dem Einfluss des allgemeinen Fortschrittsglaubens ganz selbstverständlich gemeint haben. Die Bibel sieht eindeutig das Gegenteil voraus. Zitat Ende. Also nicht diese optimistische Erwartung, wir richten das Reich Gottes auf, sondern es kommt das Verderben, die Gesetzlosigkeit breitet sich aus. Ja, jetzt trinken wir mal einen kleinen Schluck zum Verschnaufen. Wie geht es jetzt hier weiter? Wir kommen weiter in Vers 5. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Also die Thessalonicher, die haben davon schon gehört, mündlich. Die wussten also mehr als wir. Die müssen nicht so rumrätseln, was der Apostel meint. Und von daher ist es sicherlich die Deutung, die ich jetzt auch gleich bringe, die sie wahrscheinlich auch schon gewusst haben. Und zwar geht es jetzt weiter in Vers 6. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. Ja, und so weiter, erstmal so weit. Es geht jetzt um die Frage, was hält denn den Antichristen noch zurück, den Gesetzlosen? Ja, die Gebete, alles. Ich nenne mal 8 Deutungen, die es gibt, was das sein könnte, das Zurückhaltende. Wer Vorentrückung vertritt, das sagt ja die Gemeinde, der Heilige Geist in der Gemeinde. Die Gemeinde wird also entrückt, dann kann der Antichrist sich entfalten. Obwohl es ja vorher heißt, zuerst,
Zuerst muss der Abfall kommen, der Antichrist, dann wird die Gemeinde entrückt. Also von daher kann das ja irgendwie nicht stimmen. Das wird ja die Reihenfolge gerade wieder umdrehen, versteht ihr? Also auch hier zitiere ich einfach auch andere Brüder. John MacArthur sagt zu Vers 6, Kapitel 2, Vers 6, 8 Möglichkeiten, was das und der Zurückhaltende ist. Erstens, die menschliche Regierung. Zweitens, die Verkündigung des Evangeliums. Drittens, das Gebundensein Satans. Viertens, die Vorsehung Gottes. Fünftens, der Zustand der Juden. Sechstens, die Gemeinde. Siebtens, der Heilige Geist. Und achtens, der Erzengel Michael. Es gibt alle diese und noch mehr Deutungen. Ihr seht also, es ist gar nicht so einfach. Es wird nicht gesagt, was es ist. Man kann es nur vermuten. Und ich sage euch auch meine Vermutung. Aber erstmal möchte ich auch noch zitieren den Bruder Werner de Boer, wie der das deutet, finde ich sehr interessant. Und das trifft sich auch ziemlich genau mit meiner Erkenntnis. Also ich muss sagen, früher haben die Brüder es noch ganz nüchtern gesehen. Da waren noch nicht so einseitige Lehren. Und zwar ab Seite 140. Der Wuppertaler Studienbibel. Ein bisschen ausführlicheres Zitat. Er schreibt, es sind vor allem zwei Erklärungen gegeben, die wir prüfen müssen. Die eine Deutung sieht in dem Aufhaltenden, also das ist ja männlich, Ho-Katechon und To-Katechon. To ist das Aufhaltende und Ho-Katechon der Aufhaltende. Also die eine Deutung sieht in dem Aufhaltenden Christus und seine Gemeinde, beziehungsweise die Gemeinde und den in ihr wohnenden Heiligen Geist. Solange die Gemeinde, das Salz der Erde, noch da sei, könne die Welt eben nicht in das letzte Stadium der völligen Verfaulung übergehen. Und solange der Heilige Geist in der Gemeinde noch in der Welt sei, lasse er den letzten Aufbruch der Gesetzlosigkeit nicht zu. Erst mit der Entrückung der Gemeinde werde darum die Bahn frei für den Antichristen. Dadurch sei übrigens auch klar bewiesen, dass die Gemeinde vor der großen Trübsal, weil vor dem Kommen des Antichristen entrückt werde. Das ist ja diese bekannte Sicht, die heute fast überall vertreten wird. Was sagt jetzt Werner de Boer dazu? In der Studienbibel, er sagt, fragt, kann diese Deutung stimmen? Die sprachliche Schwierigkeit, dass die Entrückung dann eine Beseitigung der Gemeinde und des Heiligen Geistes genannt würde, mag noch hingehen. Aber diese Deutung setzt ja voraus, dass der Tag des Herrn nach dem Abfall, also nicht vorher, sondern nach dem Abfall und dem Auftreten des Antichristen, etwas anderes ist als Parousie und Entrückung. Diese Voraussetzung wird jedoch gerade durch den Wortlaut unseres Kapitels unmöglich gemacht. Was wir gerade schon bedacht haben, wo ja genau das Gegenteil stehen. Er schreibt weiter, der Leser prüfe noch einmal das oben Gesagte. Hätte diese ganze Deutung recht, dann hätte Paulus zu der Beunruhigung der Thessalonicher ganz anders Stellung nehmen und etwa Folgendes schreiben müssen, was er aber nicht tut. Er hätte schreiben müssen, betreffs des Tages des Herrn, lasst euch doch nicht verwirren durch solche Parolen, er sei schon da. Dieser Tag des Herrn kann doch erst lange nach unserer Entrückung anbrechen. Hätte er schreiben müssen, steht da aber nicht. Und weiter hätte er schreiben müssen, denn unsere Entrückung macht überhaupt erst die Bahn frei für den Aufstieg des Antichristen. Und dann erst kommt der Tag des Herrn. Aber, so sagt jetzt Werner de Boer, so hat Paulus hier eben nicht geschrieben. Nämlich ganz genau das Gegenteil. Vorher, nicht nachher. Versteht ihr? Also von daher kann das nicht stimmen. Dann nennt er weitere Deutungen. Die weiter als zweite Möglichkeit, die theologisch-historischen Auslegungen sehen in der aufhaltenden Sache meist die Ordnung des römischen Staates und in der aufhaltenden Person dem römischen Kaiser. Und ich lese jetzt hier nicht alles, was er sagt. Also eine aufhaltende Macht, die auch wir selber noch kennen. Wir sind noch immer Erben des römischen Reiches und des römischen Rechtes, das tatsächlich den schrankenlosen Durchbruch der Gesetzlosigkeit und all jener grauenhaften Willkür, die Offenbarung 13 schildert, noch hindert, freilich immer mühsamer und schwächer. Eine dreiste Beseitigung dieser Schranken können wir uns gut vorstellen, die wir die Rechtlosigkeit der Hitlerzeit miterlebt haben. Und dann gibt es noch eine dritte Deutung, eben die Engelmächte gemäß Daniel Kapitel 10, wo Michael ja den Fürst von Persien und so weiter zurückhält. Dazu schreibt Werner de Boer, das Aufhaltende wäre demnach ganz allgemein die Tatsache dieser Engelwelt, die dem Geheimnis der Bosheit nicht einfach freien Lauf lässt, sondern ihm hemmend im Wege steht. Und unter dem Aufhaltenden hätte Paulus einen großen Engelfürsten verstanden, über den er besondere Aufschlüsse haben konnte, so gut wie sie ein Daniel nach Kapitel 10 seines Buches bekam.
Diese Erklärung hat viele Vorzüge, schreibt er. Sie ist biblisch fundamentiert und sucht für die Aussagen des Paulus keinen anderen Grund als das Wort Gottes, und zwar in dem gleichen Buch der Schrift, dem auch sonst die wesentlichen Einsichten unseres Abschnittes entnommen sind. Dabei wäre jenes Verständnis unserer Stelle, das im Aufhaltenden die Ordnung des Römischen Reiches sieht, in gewissem Sinne beibehalten, aber mit dem Blick in die unsichtbaren Hintergründe dieser Ordnung verbunden. Also die Engelmächte, die praktisch das noch vorhandene Rechtssystem des Römischen Reiches aufrechterhalten. Also bei ihm geht es zusammen die Deutung mit dem Engelfürsten als auffallende Macht und gleichzeitig, dass nur ein gewisses Rechtsbewusstsein da ist. Wir können sagen, auf christlicher Grundlage in unserem Staat. Und das ist auch inzwischen meine Sicht, weil die andere Sicht kann eigentlich nicht stimmen, weil es ja genau zwei Thessalonicher 2 widerspricht. Und deshalb muss man auch fragen, warum wird der Antichrist hier bezeichnet als der Gesetzlose und vom Geheimnis der Gesetzlosigkeit gesprochen? Und dann das Aufhaltende, muss man einfach ganz naiv fragen, was ist das Gegenteil von Gesetzlos und Gesetzlosigkeit? Gesetz. Also das christliche Gesetz wird beseitigt. Und dann kann der Gesetzlose ungehemmt seine Macht entfalten. Das ist die einfachste und logischste Erklärung. Und das erleben wir ja, dass ein Gesetz nach dem anderen, das noch dem Antichristen im Wege steht, gekippt wird. Ich habe gerade schon gesagt, ja, die ganzen Moralgesetze werden aufgelöst. Die Gesetze, was Religionsfragen angeht, immer mehr interreligiöser Dialog, Vermischung, Babylon-Religion, alles das wird vorbereitet. Und das Christentum, das biblische Christentum wird immer mehr zurückgedrängt, wird immer mehr mit Intoleranz überzogen. Also da ist der Nährboden vorbereitet. In aller Schwachheit natürlich bleiben wir weiter offen, auch für andere Deutungsmöglichkeiten. Ja, lesen wir weiter. Also das war das Vers 6. Ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Übrigens, interessant noch, Werner de Boer, wir kommen übrigens auch noch da die nächsten Tage, geht auch auf die Stelle Offenbarung 3, Vers 10 ein. Das ist eine bekannte Stelle mit diesem Vor, dass die Gemeinde bewahrt wird vor der Stunde der Versuchung. Wird immer für die Vorentrückung angeführt. Das lese ich euch auch noch vor, weil ich Fußnote so gut fand. Er sagt, auf die Frage, ob die Gemeinde noch mit in das Reich des Antichristen und in die damit verbundenen unerhörten Nöte und Leiden hineinkommt, ergibt sich aus unserem Abschnitt ein klares Ja. Und er schreibt weiter auf Seite 144, als Gegengrund Stellen wie Offenbarung 3, Vers 10 anzuführen, ist misslich. Schon das deutsche Bewahren vor der Stunde der Versuchung muss nicht zeitlich gemeint sein und nicht in der Entrückung bestehen. Im griechischen Text heißt es aber gar nicht vor, sondern aus. Also Eck, heraus aus jener großen Versuchungsstunde wird die Gemeinde bewahrt. Wenn dies Bewahren in Entrückung besteht, würde es genau zu unserer Darstellung passen. Der Antichrist muss vor der Parousie gekommen sein, die Gemeinde erlebt also die antichristliche Zeit mit, aber nun heraus aus der höchsten Drangsal wird sie entrafft. Wie verstehen wir nun auch diesen Ausdruck, Ausrufezeichen, um mit ihrem herrlichen Herrn zur Erde zurückzukehren, bei der Vernichtung des Antichristen dabei zu sein und im Königreich der Himmel auf Erden tätig mitzuwirken. Zitat Ende. Also er vertritt genau wie ich die Entrückung während der Drangsal, dieses Heraus-Aus. Ja, also gehen wir weiter jetzt bei 2. Thessalonicher 2. Vers 7, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, das wirkt schon von Anfang der Gemeinde, aber verstärkt sich am Ende, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Aus dem Weg sein heißt wörtlich ek mesu genetai, das heißt aus der Mitte weggenommen sein, also das, was auffällt. Das gute Gesetz, die Vertreter des guten Gesetzes und auch die Engelmächte, die dieses Gesetz unterstützt haben. Die werden beiseite gesetzt für diese Zeit und dann kann der Antichrist seine Herrschaft entfalten. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. Dann wird er sich in seiner Macht offenbaren, es wird ihm nichts mehr im Wege stehen. Kathode apokalypte setai ho anomos, der Gesetzlose. Aber der Herr, steht hier, wird ihn verzehren durch das Hauch seines Mundes. Also bei der Schlacht von Harmagedon, der Herr muss gar nicht viel tun. Durch den Hauch seines Mundes wird er den Antichristen und den falschen Propheten richten und in den Abyssos werfen.
Dann heißt es weiter, den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Da steht beides. Epiphaneia, Erscheinung, und Parousia. Das wird das Gericht über ihn sein, über diese zwei Tiere. Und Satan wird dann auch gebunden und dann wird das tausendjährige Friedensreich aufgerichtet. Aber dann, jetzt geht es nämlich genau über Satan in den weiteren Versen, der ja den Antichristen und den falschen Propheten inspiriert. Diese zwei Tiere aus der Offenbarung. Jetzt wird Näheres gesagt über Satan und seine Mächte, also die satanische, man kann sagen, Nachahmung der göttlichen Dreieinigkeit. Satan, Antichrist und falscher Prophet, nach Gott, Jesus Christus und Heiligen Geist. Ja, das ist die satanische Trinität, die die göttliche Trinität nachahmt. Ja, diese Macht des Antichristen geschieht also gemäß 9 aufgrund der Wirkung des Satans, des Durcheinanderbringers, des Anlegers, des Bösen und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Und erleben wir das heute nicht auch, dass immer mehr falsche Propheten, falsche Apostel, falsche Christusse sogar auftreten und so viele verführen. Es gibt heute tausende Sekten, unzählige falsche Propheten, die irgendwelche Sonderlehren haben, über die Bibel stellen, die Bibel verändern, neue Offenbarungen verbreiten im Internet. Lasst euch nicht verführen. Prüft alles anhand des unverfälschten Wortes Gottes. Und die Verführung geschieht sogar unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Dynamis, Semeion und Teras, griechisch. Und davon warnt ja der Herr Jesus auch selber in Matthäus 24, Vers 24. Es werden so große Zeichen und Wunder geschehen durch die falschen Christus und falschen Propheten, dass, wenn es möglich wäre, selbst die Auserwählten verführt würden. Und in Matthäus 7, in der Bergpredigt, warnt der Herr vor denen, die Herr, Herr sagen und doch der Herr sie nie kennt, obwohl sie so große Machttaten tun. Es ist nicht aus der Kraft Jesu getan, sondern aus der Kraft dämonischer Mächte. Falsche Zeichen und Wunder. Da könnte ich jetzt auch einen Vortrag halten, wie man die unterscheiden kann von echten. Nun zunächst einmal, es darf nicht im Widerspruch zum Wort Gottes stehen. Es darf nicht dem Wundertäter die Ehre geben. Es darf nicht mit Geldmacherei verbunden sein. Es muss alles streng biblisch sein. Der Name Gottes darf nicht missbraucht werden. Es muss gemäß Jakobus 5 sein, die Heilung in Kämmerlein, dass man die Ältesten zu sich ruft. Keine Showveranstaltung und so weiter. Ja, in Stichworten jetzt gesagt. Und gleichzeitig geschieht, gemäß Vers 10, Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Also bei all diesen großen Zeichen und Wundern, die jetzt geschehen in der Endzeit durch falsche Propheten, durch Sekten und Neuoffenbarungsströmungen, geschieht gleichzeitig eine Verführung zur Ungerechtigkeit. Adikia steht hier. Nicht nur Anomia, Gesetzlosigkeit, sondern Ungerechtigkeit gegen Gottes Gerechtigkeit. Es ist die Selbstgerechtigkeit, der Hochmut, selber wie Gott sein zu wollen. Und dann auch zu meinen, man kann sich selber neue Gesetzeskataloge schreiben, die aber Widerspruch stehen zu Gottes guten Geboten. Ja, wir bestimmen selber, wonach wir leben und sind auch christlich dabei. Und was man da alles hört, alles Verführung. Es ist ein frommer Anstrich ohne wirkliche Jesus-Nachfolge, ohne Heiligung. Und über Heiligung wird heute leider kaum noch gepredigt. Verführung der Ungerechtigkeit. Bei denen, die verloren gehen, die Menschen, die sich von Gott und seinem Wort lösen, die haben keine Heilshoffnung. Die gehen verloren, kommen in die ewige Verlorenheit in der Hölle. Und so erleben wir diesen Abfall, die Verweltlichung, das Eindringen des Zeitgeistes, die Ökumenisierung, die Bibelkritik als Wurzel allen Übels und auch die Pseudocharismatik in vielen Kreisen, die gut angefangen hatten, aber dann doch vom schmalen Weg abgewichen sind. Eine traurige endzeitliche Entwicklung. Und der Grund ist, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Heute ist ja so, dass man oft nicht mehr nach der Wahrheit fragt. Es soll alles nur lieb sein, mit allen harmonisch. Man macht immer größere ökumenische Zusammenschlüsse. Man will keinem wehtun. Aber dass man sagt, in der Bibel steht es aber doch ganz anders, als bei euch gelehrt wird, da hat man oft nicht mehr den Mut oder überhaupt die Geisterunterscheidung. Und dann ist es eine Allerweltsliebe, die aber nichts mit der Liebe Gottes zu tun hat, die ja gerade will, dass der andere gerettet wird aufgrund der biblischen Wahrheit. Aber es gibt keine Wahrheit ohne Liebe und keine Liebe ohne Wahrheit. Das gehört untrennbar zusammen.
Und die Wahrheit ist ja Jesus selber. Ich bin die Wahrheit, sagt er in Johannes 14, Vers 6 und Johannes 17, Vers 17. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und so gibt es manche Kreise bis in den Evangelikalismus und Pietismus hinein, die sagen, ja, Jesus, ja, aber nicht die Bibel, ja, nicht dieser papierende Papst. Aber wir können Gott und Jesus nie ohne Gottes Wort erkennen. Sonst ist es ein falscher Christus, ein verführerischer, verfälschter Christus. Heute werden schon Jesusfilme gedreht, wo vielleicht noch 10% Bibelinhalt ist und 90% menschliche Fantasie. Das sind schlimme Gotteslästerungen, auch wenn es noch so sehr vermarktet wird. Ich würde nie wagen, über Jesus irgendetwas zu erfinden, was nicht in der Bibel steht. Das ist eine absolute Gotteslästerung und Anmaßung. Ihr wisst vielleicht, von was ich rede, eine Serie, die jetzt auch gerade sehr erfolgreich ist, wo man einfach zur Bibel Dinge hinzuerfindet und Jesus nur so fast praktisch in seiner menschlichen Erscheinung darstellt, ohne die göttliche Autorität. Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, falsche Christusgestalten, falsche Evangelien verkündet. Fall nicht darauf herein, liebe Geschwister. Dabei hätten sie ja gerettet werden können, wenn sie allein Gottes Wort, allein Jesus Christus angenommen hätten. Und dann Vers 11, die letzten zwei Verse für heute Abend und 12. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Es geschieht so wie bei Pharao damals. Der hat sich selber verschluckt gegen das Mahnen Gottes, damals, wo Israel nicht ziehen lassen wollte aus Ägypten. Und dann hat Gott ihn verstockt. Die ersten Male hat er sich selber verstockt, dann hat Gott ihn verstockt, dann konnte er gar nicht mehr umkehren. Und so ist es auch hier. Die Menschen werden immer gottloser. Sie haben zwar einen Schein gotteswürdigen Wesens, aber eigentlich verehren sie sich nur noch selber. Sie wollen nur noch hören, wonach ihnen die Ohren jucken in der Endzeit. Ein angenehmes Evangelium, genieße das Leben, habe Spaß, genieße die weltliche Musik, zieh dich genauso an wie die Welt, genauso unkeusch und so weiter und so fort. Und dann heißt, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Ja, Gott selber wird es zulassen, dass es immer noch schlimmer wird. Er wird die Verstockung dann noch verstärken, wenn der Punkt ohne Wiederkehr, der Point of No Return, erreicht ist. Das ist eine deutliche Warnung, gemäß dem Wort aus Galater 6. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Eine wirksame Kraft der Verführung, Energia, eine Kraft oder Energie der Verführung, Planes, steht hier, sodass sie der Lüge glauben. Sie wollen der Lüge glauben. Und heute sind ja viele solche bequemen Lehren im Umlauf. Ein Christ kann nie mehr verloren gehen, wenn er sich mal bekehrt hat. Und du wirst ja auch sündigen und so. Und was alles da gelehrt wird, ist ja gar nicht mehr schlimm. So wird schon fast den Leuten einsuggeriert. Oder halt, du wirst keine Drangsale leben, du wirst vor allem bewahrt werden. Und viele andere Lehren, die sich auch sehr ausbreiten. Und da heißt es aber, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen haben an der Ungerechtigkeit. Wenn diese Lehren dazu führen, dass der Mensch ungerecht lebt, nicht mehr auf dem schmalen Weg dem Herrn nachfolgt, dann wird er nicht gerettet werden. Das ist diese billige Gnade. Natürlich sind wir allein durch Jesu Kreuzesopfer gerettet. Wir können nichts hinzufügen. Unsere Werke sind wie ein schmutziges Kleid, selbst wenn es humanistisch gute Taten sind. Aber allein das Opfer Jesu rettet uns. Aber gleichzeitig lädt er uns immer wieder ein, ihm nachzufolgen, ihm zu dienen, die Geschwister zu lieben und auch Frucht des Geistes hervorzubringen. Glaube ohne Werke ist tot und Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit ist eine schlimme Sünde, wo der Mensch nicht von seinen bösen Werken und bösen Taten umkehrt. Möge der Herr uns gnädig sein, dass wir in all diesen Fragen Durchblick haben. Ich spreche hier mit niemandem den Glauben ab, der diese Dinge anders sieht und trotzdem ein wiedergeborener Christ ist. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht durch bequeme Lehren verführt werden, in dem Sinne, dass wir nicht mehr wachsam sind, wenn die Verführung zunimmt. Denn wir sehen ja hier diese ganz deutliche Warnung vor den Mächten der Verführung, die in der Endzeit sich noch steigern werden. Dass immer mehr Verführer auftreten und der Abfall also deshalb kommt vom Glauben und schließlich der Mensch, der Sünde, der Antichrist selber. Und ich persönlich bin überzeugt, dass wir zumindest die Anfänge dieser Zeit erleben und dass der Herr uns dann aber herausnimmt, wenn die Bedrängnis am größten ist. Also ich persönlich glaube weder, dass wir vor noch nach der Drangsal entrückt werden, sondern eben während
so wie es auch hier steht. Er wird die Tage verkürzen, Matthäus 24 für uns. Und es wird zur Zeit der letzten Posaune sein. Das ist nach meiner Sicht die siebte Posaune, weil in Offenbarung 11 auch steht, dass jetzt die Zeit ist, wo die Heiligen ihren Lohn bekommen. Das ganz klar das Preisgericht, und dafür muss die Gemeinde aber entrückt sein. Genau bei der siebten Posaune steht inhaltlich die Entrückung, inhaltlich. Und viele weitere Stellen, die das deutlich machen, und auch eben Offenbarung 3, Vers 10, ich werde euch bewahren, heraus aus der Stunde der Versuchung. Das heißt also, die Zeit wird verkürzt, sodass man nicht die Zornschalengerichte, also die letzte Steigerung der Gerichtsreihen, erleben muss. Deshalb werden wir auch gerettet vor dem Zorn, nämlich vor den Zornschalengerichten und auch vor dem ewigen Zorn, der ewigen Verdammnis. Das ist gemeint. Und nicht, dass wir vor jedem Gericht bewahrt werden. Es gibt heute schon Gerichte. Und die werden sich eben in der Drangsalzeit dann nochmal steigern. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Es liegt mir wirklich auf dem Herzen, weil so viel Durcheinander ist in diesen Fragen. Aber ich habe mich wirklich jahrzehntelang mit diesen Themen beschäftigt und habe das jetzt einfach in aller Demut und Kürze heute Abend uns vorgetragen. Möge der Herr seinen Segen darauf legen. Amen. Ich möchte in uns beten und bitten, dass er euch auch dazu erhebt. Lieber Heiland, Herr Jesus, schenk uns Klarheit in diesen schwierigen Fragen. Schenk uns aber vor allem, dass wir bereit sind, auch in Drangsal dir treu zu bleiben, falls wir wirklich nicht vorher herauskommen, wie viele meinen, sondern doch noch ein Stück hinein müssen, dass wir nicht schwach werden, dass wir kein Mahlzeichen annehmen. Herr, bewahre uns vor all diesen Verführungen und vor den ganzen falschen Propheten. Und lass uns aber auch jederzeit bereit sein, dir zu begegnen, durch den natürlichen Tod oder durch die Entrückung, denn wir wissen ja nicht, wann es ist. Auch da wollen wir wachsam sein. Und so loben und preisen wir dich, dass du uns weiterhin bewahren mögest auf deinem schmalen Weg. Amen. Amen.